Liebe Bildungsinteressierte, sicher erinnern Sie sich noch an Ihre erste wichtige große Entscheidung nach der obligatorischen Schulzeit. Sie mussten sich entscheiden, was tue ich in der Zukunft? Da gab es schon zwei Wege. Entweder ich gehe weiterhin in die Schule und mache die Matura oder ich suche mir eine Lehrstelle. Was Sie auch immer entschieden haben, eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle. Weil heute haben Sie so viele Möglichkeiten, Berufe zu erlernen, andere Schulen zu besuchen und das alles dank dem schweizerischen Bildungssystem. Dieses System möchte ich Ihnen ein wenig näher bringen. Sie haben sich entschieden, eine gymnasiale Matura zu machen. Dann ist der übliche Bildungsweg, an die Universität oder an die ETH zu gehen und dort ein Studium zu absolvieren. Das beginnt mit einem ersten Abschluss, nämlich dem Bachelor, und daran anschließend dann dem Masterstudium. Das geht nach dieser sogenannten Bologna-Reform, nach ECTS-Punkten und so weiter. Die meisten Personen machen einen Masterabschluss, weil sie den auch brauchen. Zum Beispiel, wenn sie Medizin studieren wollen und Arzt oder Ärztin werden wollen oder auch bei Anwälten. Wenn Sie noch weitergehen wollen, haben Sie dann die Möglichkeit, auch noch zu doktorieren. Die Hochschulen sind grundsätzlich auf Grundlagenforschung ausgerichtet und weniger praxisorientiert. Konnten Sie nach der obligatorischen Schulzeit herausfinden, welche Berufslehre für Sie die richtige ist, dann hatten Sie auch dort die Möglichkeit, zwei Dinge zu tun, entweder einfach sich auf die Berufslehre zu konzentrieren oder gleichzeitig noch eine Berufsmatura zu absolvieren. Die Berufsmatura ist Grundlage, um zu einer Fachhochschule zu gehen und dort studieren zu können. An der Fachhochschule schließen Sie prinzipiell auch nach dem Bologna-System mit einem Bachelor ab. Etwa 30% der Absolventen und Absolventinnen machen dann auch noch einen Masterstudiengang. Die Fachhochschulen sind im Unterschied zu den Universitäten eher praxisorientiert und kümmern sich um die angewandte Forschung. Es gibt also dort gewisse Differenzen zu den Hochschulen, anders jedoch beim Titel und beim Abschluss. Beides gehört in dasselbe System und ist auch teilweise durchgängig.